Die Ibiza-Affäre erschütterte im vergangenen Jahr Österreich und führte zum Bruch der Koalition aus ÖVP und FPÖ. Jetzt ist eine Abschrift von weiteren 5 Minuten des geleakten Videos aufgetaucht. Demnach entlasten die neuen Textstellen aus den Akten der Staatsanwaltschaft den ehemaligen Vizekanzler Österreichs Heinz-Christian Strache. Das berichtet die österreichische Tageszeitung Ö24. So habe Strache es damals offenbar abgelehnt, rechtswidrige Handlungen für Spenden einer angeblichen russischen Oligarchenlichte zu begehen. In dem Transkript antwortet Strache auf die Aussage, dass rechtswidrige Angebote im Osten ja völlig üblich wären. Nein, nein. Aber jetzt sind wir ehrlich. Mit jedem anderen Scheiß machst du dich angreifbar und ich will nicht angreifbar sein. Ich will ruhig schlafen. Ich will in der Früh aufstehen und sagen, ich bin sauber. Das Video war im Sommer 2017 heimlich in einer Finca auf Ibiza aufgenommen worden. Zu sehen der damalige FPÖ-Chef Strache und sein Vertrauter Johann Gudenus. Sie redeten mit einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte.